Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe in den letzten Wochen unglaublich viele Nachrichten erreicht. Luke, was kann ich jetzt gerade tun, wo der Bitcoin am Allzeithoch steht und immer neue höhere Allzeithochs machst? Und da habe ich mir gesagt, ich bringe euch ein Video zu einer Bitcoin-Allzeithoch-Trading-Strategie. Vorab, diese Strategie funktioniert nicht nur für den Bitcoin, aber besonders gut im Bitcoin, da weil wir gerade im Bitcoin in einem Bullrun sind. Das zeige ich gleich auch noch am Beispiel, am Chart, dass wenn wir im Bullrun sind, immer neue höhere Hochs machen und das sehr, sehr effektiv in dieser Strategie umgesetzt werden kann. Ich zeige dir also die Bitcoin-Allzeithoch-Trading-Strategie. Das ist eine Breakout-Strategie, die sehr, sehr attraktive Gewinne zulässt. Ich zeige dir am Anfang, was diese Strategie ist, wie ich sie durchführen würde, was meine objektiven Regeln für diese Strategie sind und wie du sie hinterher im Chart umsetzen kannst anhand eines Beispiels. Ich würde sagen, wir fangen direkt an nach dem Intro. Wir sind hier angekommen in meinem kleinen Cheat Sheet, das heißt meiner kleinen PowerPoint-Präsentation, die ich mir wieder vorbereitet habe, wo ich all das aufgeschrieben habe für diese einzelne Bitcoin-Allzeithoch-Trading-Strategie, um das ganz, ganz kurz in Worte zu fassen. Wir haben hier also eine Trading-Strategie und in dieser lese ich einmal ganz, ganz kurz die Beschreibung durch. In der Bitcoin-Allzeithoch-Breakout-Trading-Strategie nutzen wir den entstehenden Aufwärtstrend und traden diesen. Ja? In einem Bullrun, in einem Bitcoin-Bullrun, haben wir einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend. Das haben wir in den letzten Jahren genauso gesehen und genauso sehen wir das aktuell. Und genau deshalb können wir diese Strategie fahren, da wir dann gleiches Muster jedes Jahr sehen. Die Strategie beruht auf der Annahme, dass wir in einem Bullrun immer weitere höhere Hochs erreichen und weniger tiefere Tiefs vorfinden werden, da der Aufwärtstrend in einem Bitcoin-Bullrun sehr lange intakt bleibt. Das heißt, wir erleben diesen Bitcoin-Bullrun aktuell und in diesem Bitcoin-Bullrun sehen wir zwar hin und wieder auch mal Konsolidierungen von 10, 20, 30%, die sind aber sehr viel seltener. Ja, das heißt, wir sehen öfter mal 1, 2, 3% Konsolidierung und das spielt uns ebenfalls in die Karten und dazu gehe ich gleich nochmal darauf ein. Wir schauen also nach Möglichkeiten, wo ein neues höheres Hoch entstehen kann. Ja, das heißt, an diesem Beispiel hier beispielsweise, wir steigen hier hoch, sind hier in einem Aufwärtstrend, konsolidieren hier zur Seite hinaus und bilden dann hier ein neues höheres Hoch und traden das Ganze nach oben. Das erstmal die Basis. Wie kann eine solche Konsolidierung aussehen? Ja, zum einen können wir wie hier eine Konsolidierung über Zeit haben. Das heißt, wir sehen, dass der Bitcoin-Preis stagniert. Bedeutet, er geht eine längere Zeit lang von nicht nach unten oder nach oben, sondern konsolidiert zur Seite hinaus über Zeit. Das ist eher die langjährige bzw. längerfristige Konsolidierung. Die zweite Möglichkeit der Konsolidierung ist die ganz normale Konsolidierung, wo wir einen Anstieg haben, einen Abfall, was dann unsere Konsolidierung ist und darauf wieder einen Anstieg. Das heißt, in diesem Beispiel wären wir hier nach unten abgefallen, um dann nach oben zu steigen. Diese zwei Arten der Konsolidierung gibt es. Kommen wir also zur Handelsstrategie. Erstens, Identifikation. Suche nach einem vorherigen Hoch, gefolgt von einer Konsolidierung. Das heißt, eine dieser Konsolidierungsarten, die ich bereits gerade angesprochen habe und gleich nochmal am Chart zeigen werde. Bestätigung. Achte darauf, dass der Kurs ein höheres Hoch bildet. Das heißt, wir brauchen, nachdem wir ein Hoch gefunden haben, eine Konsolidierung haben, ein neues Hoch, was wir erklimmen. Der Einstieg erfolgt, wenn der Kurs die obere Widerstandslinie des letzten wichtigen Hochs nach oben durchbricht. Das heißt, wir brauchen einen Widerstand im Aufwärtstrend, den wir nach oben hin durchbrechen. Auch das erkläre ich gleich nochmal am Beispiel. Unseren Stop-Loss, den setzen wir unterhalb des letzten Tiefs oder unterhalb der letzten Unterstützung, so wie wir es bereits aus den meisten meiner Videos kennen. Das Ziel ist, das Kursziel kann durch die Projektion der Höhe des Stop-Losses sein, womit ein 1:1 Chancen-Risiko-Verhältnis ist. Das heißt, wenn wir hier einsteigen, wir setzen zuerst unseren Stop-Loss, der ist hier, und diese Höhe, die setzen wir oben drauf und das ist dann unser Take-Profit. Somit haben wir ein 1:1 Chancen-Risiko-Verhältnis. Bedeutet, wir können genauso viel gewinnen, wie wir verlieren können. Wie sind wir mit dieser Strategie also profitabel? Ab dem Moment, wo wir mehr als 50% unserer Trades gewinnen, sind wir theoretisch gesehen mit dieser Strategie langfristig profitabel. Nicht ganz, dazu gehört es ein wenig mehr. Trotzdem ist das erstmal die rein statistische Darbietung.
Stop-Loss nachziehen, Punkt 6, da fehlt übrigens ein H, das vielleicht schon mal für alle, die es bereits gesehen haben. Stop-Loss nachziehen. Bei 50% unseres Take-Profits ziehen wir den Stop-Loss auf plus minus 0 nach. Zeige ich gleich nochmal ein Beispiel. Bedeutet, dass wenn wir hier einsteigen, hier unser Stop-Loss ist und hier oben dementsprechend unser Take-Profit ist, wenn der Preis bereits hier angekommen ist, dann setzen wir unseren Stop-Loss von hier unten auf plus minus 0. Wir begrenzen also unseren Verlust, können ab dem Moment keine Verluste mehr einstecken und können unseren Gewinn weiterhin nach oben laufen lassen. Ja, gut. So viel schon mal zur Strategie. Dementsprechend würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze im Chart an und dazu wechseln wir hier einmal auf unser Beispiel. Wir sind hier im Bitcoin CFD in der XTB X-Station. Link dazu unten in der Videobeschreibung mit den besten Konditionen, für welche das Ganze ebenfalls ausprobieren möchte. Die Strategie ist lediglich meine eigene Meinung. Also, wir schauen uns das erste Beispiel einmal an. Wir haben hier dann unser erstes Beispiel. Wir haben hier das erste Hoch. Das Ganze mache ich direkt mit Boxen. Ich habe das bereits schon vorbereitet. Das heißt, wir sehen hier, okay, wir machen hier ein signifikantes Hoch, beziehungsweise wir machen hier ein Hoch. Wir sehen hier, okay, hier ist unser Tief des Hochs und ab diesem Moment brechen wir nach oben aus. Wir können hier den Trade starten. Unser Stop-Loss, der wird darunter gesetzt, unter dieses letzte Tief, wie wir hier sehen. Dann den ganzen Lachs einmal oben drauf. Wir sehen hier 1:1 das Chancen-Risiko-Verhältnis und unser Take-Profit, der wird ab diesem Moment hier bereits getroffen. Das heißt, der erste Trade wäre so verlaufen. So klappt das Ganze sehr, sehr gut. Und wir gehen das Ganze einfach mal genauso weiter durch. Das heißt, ich ziehe das Ganze mal nach rechts an. Wir haben also hier unser nächstes Hoch. Ja, hier, wo unser schwarzer Strich ist, sage ich mal, in der Mitte. Dort haben wir unser nächstes Hoch. Wir konsolidieren hier nach unten. Wir schauen, wann durchbrechen wir. Wir durchbrechen hier das Hoch, das letzte Hoch nach oben, wie gerade in der Strategie angesprochen, haben dementsprechend unseren Stop-Loss hier unten, setzen das Ganze nach oben drauf und sehen, okay, wir sind wieder in unseren Take-Profit gelaufen. Wir machen ein neues Hoch aus. Wie du sehen kannst, mache ich neue Hochs gerne an Schlusskurskerzen aus. Das heißt, hier ist das neue Hoch an der Schlusskurskerze und nicht an diesem unglaublich langen Wick. Natürlich kann man lange Wicks auch als Hoch ausmachen. Hier beispielsweise habe ich den Wick genommen, da der Wick verhältnismäßig zur Kerze relativ klein ist. Trotzdem hätte man auch hier selbstverständlich einfach nur das Hoch traden können. Das heißt, man hätte auch hier diese schwarze Linie, die hinterlegt ist, auch genau dorthin packen können. Auch dann hätte dieser Trade genauso gut funktioniert. Das heißt, das liegt alles in deiner Entscheidung, wie du das Ganze haben möchtest. Wir sehen, okay, wir konsolidieren hier runter und warten darauf, dass der Kurs zurückkommt und ein neues Hoch macht. Genauso was wir im Bullrun. Wir sind hier übrigens auf dem 30-Minuten-Chart. Ja? Das heißt, ihr seht, wie viele dieser Trades hier wirklich zusammenkommen auf dem 30-Minuten-Chart. Wir durchbrechen das Ganze dann ab einem gewissen Moment hier nach oben und wir sehen, hier haben wir angetestet, dort haben wir angetestet, dort haben wir angetestet und hier schaffen wir den Ausbruch nach oben. Einstieg plus Stop-Loss hier in rot gekennzeichnet unter unser letztes Tief, was hier ist, nach oben den Take-Profit drauf, 1:1 das Chancen-Risiko-Verhältnis und wir schauen, was passiert. Wir laufen hier erstmal ein wenig seitwärts nach dem Ausbruch und fallen dann in unseren Stop-Loss rein. Jetzt würdest du sagen, ja, natürlich ist auch mal ein verlorener Trade. Hier greift aber unsere Regel 6, wer diese noch nicht vergessen hat. Ab dem Moment, wo wir hier oberhalb der 50% Marke waren, sollten wir unseren Stop-Loss bereits ins Plus-Minus 0 ziehen. Das heißt, dies hier ist kein Verlust-Trade. Es ist aber auch kein Gewinn-Trade, sondern ein Plus-Minus 0-Trade. Das heißt, wir haben aus drei Trades zwei Gewinntrades und einen plus-minus 0 neutralen Trade gehabt. Dieses Video ist gesponsert von XTB. Nicht nur Bitcoin könnt ihr mit dieser Strategie auf XTB traden, sondern auch natürlich sehr, sehr viele andere Coins. Wer in eine Bitcoin-ETF-Alternative investieren möchte, was gerade relativ beliebt ist, der kann dies bereits heute durch die Bitcoin-ETNs auf XTB beispielsweise ebenfalls tun. XTB hat sich ebenfalls zur Aufgabe gemacht, bei Einführung des Bitcoin-ETFs in Europa einer der ersten Broker zu sein, auf welchem man diese Bitcoin-ETFs dann handeln kann. Dementsprechend, falls du noch kein Nutzer von XTB bist, schau gerne unten in die Kommentare, dort habe ich dir den Link zu den besten Konditionen auf XTB verlinkt. Vielen Dank an XTB für das Sponsoren des heutigen Videos und jetzt geht es natürlich weiter mit der Bitcoin-Trading-Strategie.
Dementsprechend schauen wir, was passiert. Naja, wir müssen jetzt natürlich immer im Auge behalten, das hier ist das letzte Hoch, was wir hier hatten in diesem Trend. Und dann schauen wir, wann das nächste Hoch kommt. Auch kleinere Hochs, beziehungsweise es muss nicht immer das Allzeithoch sein. Wenn es das Allzeithoch ist, kann das natürlich sehr, sehr gut funktionieren. Wir haben aber auch in gerade diesem Bullrun immer wieder kleinere Hochs. Hier sehen wir das Ganze beispielsweise sehr, sehr gut, dass wir hier dieses Hoch hatten, welches dann irgendwann nach sehr, sehr langer Seitwärtsphase, also Konsolidierung, das ist genau das, was ich hier angesprochen habe. Wir konsolidieren hier nach Zeit. Wir breiten diesen Kurs immer weiter aus. Wenn wir das vergleichen mit dem Kurs davor, das hier beispielsweise, das war eine klare Konsolidierung nach unten. Das hier ist eine klare Konsolidierung auf Zeit seitwärts, welche dann wiederum ansteigt. Ja? Das heißt, wir zoomen wieder ein wenig an, schauen uns das Ganze hier am Chart an. Wir haben hier das Ganze als unser letztes Hoch festgestellt. Hier ist die Trendlinie verrutscht. Hier durchbrechen wir nach oben unseren Trend, beziehungsweise ja, brechen hier nach oben runter, setzen unseren Take Profit, unseren Stop Loss und gehen damit wieder als Gewinner raus. Nächster Trade passiert schon wieder hier oben. Das hier habe ich nicht als hoch getradet, dafür war es mir nicht signifikant genug. Dafür haben wir hier oben dann wiederum ein neues Hoch, wie wir hier sehen. Ja, wir breiten hier ein neues Hoch aus. Hierzu habe ich ebenfalls diesen Wick genommen. Man muss mal schauen, man kann natürlich auch hier so traden, dass man das hier als hoch kennzeichnet. Das ist in einem gewissen Spielraum Ansichtssache hier. Was wichtig ist, dass man die Strategie dann vernünftig fällt. In dem Fall war hier das Hoch in meinen Augen und dementsprechend Stop-Loss bis unter unser letztes Tief. Genau hier, genau der Take-Profit oben drauf, 1:1er Chancen-Risiko-Verhältnis und der Kurs läuft wunderbar nach oben in unseren Take-Profit rein. Nächstes Hoch wird gebildet, Konsolidierung geht seitwärts, beziehungsweise auch ein wenig nach unten. Wir sehen diesen schönen Wick hier, den wir hier haben. Stop-Loss darunter, sofern wir hier ausbrechen, wir traden diesen Ausbruch. Das Ganze ging hier wahrscheinlich besser auf dem 15-Minuten- oder 5-Minuten-Chart. Ich habe das Ganze hier aber, wie gesagt, auf dem 30-Minuten-Chart vorbereitet und dementsprechend sehen wir hier sehr, sehr schön. Wir brechen nach oben aus, wir hitten unseren Stop-Loss nicht, sondern treffen hier unseren Take-Profit und steigen weiter und weiter. Und genau das ist es, was so effektiv ist in dieser Strategie in einem Bullrun. Wenn man einen guten Stop-Loss setzt, der nicht so viel Risiko hat, dann in 1:1er Chancen-Risiko-Verhältnis einlässt und diese neuen Hochs in einem Bullrun immer, immer, immer weiter tradet, dann kann das sehr, sehr profitabel sein. Man muss diese Hochs natürlich finden. Hier haben wir ein neues Hoch gemacht, beispielsweise Stop-Loss darunter, unter dieses letzte Tief, 1:1er Chancen-Risiko-Verhältnis und auch der Trade ist wieder aufgegangen. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch mal Zeiten, wo längerfristig kein Trade kommt. Wir laufen hier mal weiter dem Chart hinterher. Hier sind wir sehr, sehr stark gefallen. Heißt für uns einfach kein Trade, kein neues höheres Hoch in unserem Trend. Und wir warten darauf, bis wir ein wiederum schönes neues Hoch erreicht haben. Hier hätte man sagen können, okay, hier ist der Abwärtstrend vorbei ab diesem Moment, weil wir hier ein neues höheres Hoch machen. Auch das hätte man traden können, auch das hätte sehr, sehr gut funktioniert. Ich mache das einmal vor. Das heißt, hier ist der Einstieg. Unser Stop-Loss wäre dieser hier gewesen. Auch das zeige ich einmal. Das wäre unser Stop-Loss hier gewesen. Den machen wir, wie gesagt, in Rot. Und diesen Stop-Loss kopieren wir, setzen wir nach oben drauf, machen ihn in Grün. Und genau das ist dann, nachdem wir hier den Stop-Loss bestimmt haben, unser Take-Profit, unser Trade läuft weiter nach oben, neues Hoch. Und dementsprechend ist das sehr, sehr gut gelaufen. Wir finden hier ein neues höheres Hoch. Wir sind hier ein Hoch gehabt, hier ein Hoch, aber kein höheres Hoch. Wir warten immer noch auf den Ausbruch nach oben. Auch hier ist der Ausbruch nicht passiert bisher, sondern ab diesem Moment passiert hier der Ausbruch. Genau hier, zwar traden wir hier auch schon mit dem Wick drüber, auch das könnte man schon als Einstieg nutzen. Muss man sogar zwangsweise, dann ist die Frage, wie der 5-Minuten-Chart ausschaut. Wir sehen aber Stop-Loss unter das letzte Tief, 1:1er Chancen-Risiko-Verhältnis und wir warten, wohin der Trade läuft. Und dieser Trade läuft wieder bis zur Hälfte, das heißt Stop-Loss wird nachgezogen auf plus minus 0 und dann werden wir hier daraufhin dann ausgestoppt. Also auch kein verlorener Trade, nur dann ein verlorener Trade, wenn man den Stop-Loss nicht nachgezogen hätte und einfach wild drauf losgetradet hätte.
Wir schauen wiederum, markieren uns dieses Hoch, wir warten, wir konsolidieren hier im Preis, steigen wiederum an, steigen wiederum drüber, setzen unseren Stop-Loss unter das letzte Tief. Hier kann man selbstverständlich auch das Tief ein wenig eleganter und wenig schmaler einsetzen. Dann hätte man hier natürlich einen kleineren, aber einen weniger riskanten Trade gehabt. Ich habe den Trade hier beziehungsweise nachgebaut auf etwas riskantere Art, so ungefähr dieses Chancen-Risiko-Verhältnis, also immer noch 1:1, aber mit diesem Tief hier unten. Und dann sehen wir auch hier, laufen wir wieder sehr, sehr schön in unseren Take-Profit rein. Sehr, sehr viel Volatilität am Markt. Dann ist gerade der Zeitpunkt, wo diese Trades sehr, sehr unschön sind, weil wir natürlich sehr, sehr enge Stop-Loss haben möchten, um einfach nicht zu viel Risiko in unsere Trades zu geben. Das heißt, hier einfach dann drauf loszutraden, wenn wir solche großen Bewegungen sehen, hier von den 70.000 Dollar auf die 66.000 Dollar ist in meinen Augen kein Stück wert. Wir sehen dann aber der Trade, beziehungsweise wir warteten hier dann aber wieder auf ein neues Hoch. Wir konsolidieren wiederum zur Seite und aktuell sind wir dann hier hochgelaufen. Wir sind wieder nach unten gefallen, also nicht drüber gestoßen. Wir konsolidieren wiederum nach unten und ab diesem Moment steigen wir wiederum über unser letztes Hoch, was wir hier hatten und was wir hier hatten. Wir müssen hier den Stop-Loss natürlich sehr viel weiter nach unten platzieren, da wir hier ein tieferes Tief hatten. Was man ebenfalls machen kann, ist zu sagen, okay, deswegen habe ich hier die 100er und die 200er EMA auch nochmal in den Chart geholt. Dieses Tief könnte reichen, dadurch, dass wir ebenfalls unterhalb der 100er EMA liegen und diese hier als Support genutzt haben. Tendenziell kann man diesen Trade dementsprechend auch so traden. Auch das hätte geklappt in diesem Fall. Es ist natürlich Ansichtssache, wie man den Stop-Loss macht, ob man hier das kurzfristige, Tief wählt oder das etwas mittelfristigere Tief. Wir schauen uns den Chart mal weiter an. Wir sehen, okay, wir konsolidieren hier weiter runter. Wir hatten hier unser Hoch gemacht und dann schauen wir, was passiert. Wir fallen hier weiter, wir fallen bis zu diesem Moment, wo wir wieder nach oben steigen. Und hier ist es ebenfalls relativ schwierig, dementsprechend anstatt dieses Tief hier unten zu nehmen, was vielleicht viele Trader gemacht hätten, ist zu sagen, okay, ich nehme das letzte Tief und setze den Stop-Loss bis hier unten runter. Da sage ich, in meinem Fall, in meinen Augen, macht das hier weniger Sinn, da wir hier schon wirklich riesigen Stop-Loss haben. Und dementsprechend enger Stop-Loss unter das letzte Tief, dementsprechend ungefähr hierhin dann den 1:1er Chancen-Risiko-Verhältnis nach oben hin getradet. Auch dieser Trade ging wieder ins Positive. Wir machen ein neues Allzeithoch bzw. ein neues höheres Hoch, das wir wieder angetestet. Wir warten darauf, dass wir wieder mit dem Preis zu unserem Allzeithoch kommen. Und bisher, wie wir das aktuell sehen, ist dies noch nicht der Fall gewesen. Aktuell sind wir hier auf dem Bitcoin bei 67.000 Dollar. Das Video wird am Freitag aufgenommen. Dementsprechend sehr, sehr schön zu sehen. Wer darauf warten möchte, dass der Bitcoin-Kurs hier nochmals über die ungefähr 53.550 Dollar geht, der könnte diese Breakout-Strategie dann natürlich genauso weiterfahren oder darauf warten, dass wir hier diesen Abwärtstrend nach oben hin durchbrechen und dementsprechend einen neuen Aufwärtstrend auf dem niedrigen Timeframe aufbauen, um diese Breakout-Strategie zu testen. Das ist die Breakout-Allzeithoch-Bitcoin-Trading-Strategie. Schreib mir gerne deine Meinung zu der Bitcoin-Trading-Strategie unten in die Kommentare. Mich interessiert deine Meinung herzlich gerne dazu. Falls du, wie gesagt, noch einen Broker suchst, wo du beispielsweise Bitcoins, andere Kryptos oder auch CFDs traden kannst, schau unten in die Videobeschreibung, dort habe ich dir den Link mit den besten Konditionen zu XTB verlinkt. Vielen Dank an XTB für das Sponsoren des heutigen Videos und bis zum nächsten Video. Ciao.